Die Verkleidung der Hecktüren habe ich direkt am Anfang entsorgt. Nun war es an der Zeit, die Hecktüren neu zu verkleiden. Auch hier habe ich mich für Filz entschieden. Entfernt. Es waren zum Beispiel Schließeinrichtungen, hier war nochmal ein Anschlag und hier natürlich das Fangband für das Scharnier. Jetzt werde ich erstmal hingehen und das Ganze mit Mikrofernseher einigen. Also vor, so bis zu dem Punkt, die Tür zu filzen, weil hier unten ist dann die Garage, da werde ich dann wieder nur eine Platte vorsetzen und den oberen Bereich, wie gesagt, werde ich dann mit dem blauen Filz oder mit dem grauen Filz, muss man das überlegen, filzen. Das Filzen tue ich auch nur bis zu dieser Kante hier, weil hier läuft schon die Dichtung lang. Jetzt schneide ich mir das entsprechende Stück Filz ab. Jetzt klebe ich noch alle Stellen, an die kein Sprühkleber gelangen soll, ab. Bereiche, die nicht mit dem Kleber besprüht werden sollen, schütze ich hier mit einem Stück Pappe. Jetzt hole ich ein Stückchen Filz. So, ja. Filz kriegen zu oben ein bisschen. Für den Überschall nach rechts. Das lässt sich also auch sehr, sehr gut hier in die Ecken formen. Das gibt sehr gut nach. So, bin hier schon in die Ecke. Ich hole die Kamera mal ein Stückchen näher. Mal schön rundherum arbeiten. Weniger Falten. Den Griff der Schere benutze ich jetzt hier, um in die Rundung reinzukommen und den Druck zu erhöhen. Den Fingern schaffe ich das einfach nicht so richtig.